Ja, Freunde, heute kommen wir wieder zu einem entscheidenden Schritt. Und das ist Ditte. Das ist eine Landstromdose. Das bedeutet, wenn wir irgendwo stehen, wo es Strom gibt, können wir außen Strom einstecken. Und dann kommt drin Strom an und das 230 Volt. Damit lädt alles sehr schnell auf und man verbraucht seine Batterie nicht. Um das jedoch einzubauen, ne, müssen wir hier ein Loch reinsägen. Ne? Wenn man sich das jetzt mal überlegt, ein Loch in ein Auto sägen, in die Karosserie, ja. Das ist eine tolle Vorstellung, ne? Aber dieses Lochsägen wertet das Auto als Camper wieder auf und es wird noch wertvoller. Und das nicht nur für uns. Bevor wir jedoch hier was anzeichnen, machen wir erstmal sauber. Und das mit Bremsenreiniger. Dann haben wir das gleich entfettet, alles schön sauber. Und dann zeichnen wir an, wo unsere Dose rein soll. Ach, na guck dir mal, da waren ja Buchstaben unten drunter. Na sag mal. Kriegen wir jetzt nicht ab. Aber das ist ja erstmal Wurst. Hier muss es irgendwo rein. Genau da. Das reicht uns erstmal. Und genau hier werden wir rauskommen. Dazu schraube ich jetzt erstmal alles frei. Und dann gucken wir, ob irgendwas hinter der Dämmung ist. Nicht, dass da ein Holm ist. Ich weiß zwar, glaube ich nicht, aber naja. Wir gehen auf Nummer sicher. Ich schraube alles ab. Und dann kommt auf der anderen Seite diese Dose mit einem FI-Schutzschalter. Also Personenschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter. Ne? Doppelt abgesichert, ist aber auch Vorschrift für Wohnmobile. Und ich habe jetzt den Platz gefunden. Genau hier kommt es hin. Dann sind wir genau an der richtigen Stelle. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ein schönes Loch bohren. Genau hier kommt das jetzt hin, die Dose. Schön, ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ich würde es in der gleichen Linie wie den Tankdeckel machen. Und dazu bohre ich jetzt erstmal ein schönes Loch. Loch. Dann kommen wir drinnen raus. Und dann kleben wir das von außen ab. Und dann wird gesägt. Perfekt, oder? Ich freue mich schon. Meine Stelle habe ich markiert. Der Metallbohrer ist drauf. Abgeklebt. Jetzt gehen wir mal ganz langsam hier durchs Blech. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Einfach in ein Auto reinsägen. Na komm. Vielleicht mal andersrum. Ja. Na komm. Ich habe gar nicht gedacht, dass so ein Auto so dick ist hier. Mama mia. Naja. Oh, ai, ai, ai. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir da rausgekommen sind. Ich hoffe nicht im Tank. War ein Spaß, da ist kein Tank. So, Licht. Es werde Licht. Wir sehen jetzt gar nichts, weil jetzt hier überall noch Dämmung ist. Aber ich mache die Dämmung, die muss so und so weg hier. Na, seht ihr es? Da ist das Loch.
Und die Isolierung muss ab und auch noch gereinigt werden von innen nochmal, weil es kommt da noch eine Holzunterkonstruktion drunter, damit das mehr Stabilität hat. Und dann wird wieder gedämmt, wenn die Dose drin ist. Mit unserer EcoFlow Powerstation geht es natürlich jetzt ans Sägen. Easy. Zack. Ist doch idealer, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen tief. Sägeblatt abgebrochen, aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar. Ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Loch im Auto. Eieieiei. Können wir reingucken? Sehr schön. Ach, zum Glück geht das Loch auch wieder zu. So, Freunde, es wird jetzt noch reingeklebt und dann ist das die Landstromsteckdose. Ne? Da kommt hier hinten noch Dekassier drauf zum Abdichten. Innen drin ein Holzrahmen. Und dann wird das mit 4 Schrauben verschraubt. Und dann kommt drinnen noch ein FI, also ein Federschutzschalter, Personenschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter. Das muss so abgesichert werden in einem Wohnmobil, damit auch alles sicher ist. Ja, jetzt haben wir das schön glatt gefeilt hier, dass kein Grat mehr dran ist. Und jetzt kommt hier noch Rostumwandler auf die Ränder. Ich habe zwar nur einen größeren Pinsel, aber das ist, glaube ich, Wurst. Ne, schön damit einstreichen. 10 Minuten einwirken lassen. Und dann sind wir hier auf Nummer sicher. Ne, auch wenn wir das nachher schön abdichten, wollen wir ja, dass trotzdem hier an diesen freien Metallstellen kein Rost entsteht. Und ich habe mich für Rostumwandler entschieden und dann eine Rostschutzfarbe, weiß, und dann geht das alles seinen Gang. Ja, jetzt habe ich hier noch Sikaflex. Das kommt jetzt einmal ringsrum und dann kommt die Dose rein und danach bohren wir die Löcher und dann haben wir das safe. Ja, Freunde, so schnell geht's. Perfekto. Ja, jetzt lassen wir es drinnen noch trocknen. Dann kommt wieder Dämmung hin. Und dann kommt hier der FI bzw. Leitungsschutzschalter. Ne? Also Personenschutzschalter und Leitungsschutzschalter. Na, da sind wir sicher.